Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wildflowers. Ja, heute möchte ich das Ganze mal ein wenig anders angehen, weil es nervt mich wirklich tierisch, dass ich immer wieder einen neuen Tag mache und euch im Endeffekt nichts zeigen kann. Deswegen werde ich jetzt, und das Ganze werde ich jetzt offline machen, nochmal ein bisschen hier durchlaufen. Werde nochmal gucken, was ich jetzt hier für... Achso, ich habe mal wieder keinen Temposchubtrank, sehe ich gerade. Das war der hier. The time for walking slow has passed. Lighten my feet and make me fast. So, werde mal schauen, was ich hier alles noch so einsammeln kann. In der Hoffnung, dass ich hier überhaupt noch was einsammeln kann. Ja, kann ich, aber mal wieder. Doch zwei, nee, sogar drei Unkraut durften wir heute mal einsammeln. Sehr schön. Ja, wie gesagt, ich werde hier so die übliche Runde mal machen. Das ganze Wässern hier unten. Die Sachen einsammeln. Ich werde nochmal kurz zum Wald oben gehen und da nochmal eben schauen, was ich da einsammeln kann. Und werde halt die Tiere füttern. Und dann werde ich ausnahmsweise, was heißt ausnahmsweise? Ich möchte jetzt damit anfangen. Dann werde ich den Tag beenden, weil das mit dem Geist tut sich sowieso im Moment nichts. Wann die heiraten, wissen wir immer noch nicht. Und ja, die Bürgermeisterwahl, das Einzige, was jetzt so wirklich wichtig wäre, sage ich jetzt mal für mich persönlich, das Oh, werde such a ich dann good auf einen cat. anderen Tag verschieben. Also sprich quasi nach heute verschieben, wenn man so möchte, weil ich diesen Tag dann überspringe. Seid mir nicht böse, ich hoffe, das ist auch in eurem Sinne, weil es ist halt doof, wenn man immer die gleichen Sprüche hört und alles. Und ja, die gleichen Leute sieht, die die gleichen Sachen sagen und irgendwie nichts Neues passiert. Und ja, da habe ich gedacht, wir probieren das jetzt einfach mal so. Und wenn das ganz gut ankommt, soweit, weil ihr verpasst ja nichts, ihr kennt ja die ganzen Sachen, ne? Ich meine, ihr kriegt halt nicht mit, ob ich jetzt heute mal Geld ausgegraben habe oder vielleicht ein Rezept ausgegraben habe. Ich denke mal, das kann man dann mal verkraften. Dafür seht ihr aber auch nur noch die interessanten Sachen. Wenn jetzt zum Beispiel wie jetzt, ja, morgen in Anführungszeichen ein neuer Tag beginnt, eine Bürgermeisterwahl ansteht, was dann passiert, da ist ja wieder was Neues. Da können wir dann auch nochmal mit den Leuten quatschen danach, damit die Folge nicht nach 10 Minuten natürlich beendet ist. Aber ich denke mal, für euch ist es viel schöner, wenn ich das Ganze so mache. Vielleicht schneide ich das auch in Zukunft ein bisschen mehr zusammen. Weil, wie gesagt, mich nervt es halt auch wirklich nur noch, dass ich dann immer hier durchlaufe und ja, jeden Tag die Hühner fütter und halt immer mehr oder weniger das Gleiche beziehungsweise etwas Ähnliches dazu sage, während ich die Hühner am Füttern bin und am Streicheln bin und die dann durch mich durchlaufen jeden Tag. So wie dieses dumme Huhn hier. oh, ich dachte, es ist Beatrix, aber es ist Pika. Okay, Beatrix ist, glaube ich, auch dunkel, meine ich. Ja, und das möchte ich euch wirklich ersparen. Ich möchte nämlich guten Content bringen und nicht immer nur das Gleiche bringen. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich dann nicht mehr jeden Tag aufnehmen werde, sondern dann, dass ich dann die Sachen so ein bisschen zusammenschneiden werde. Also, dass ich dann sage, so, ich habe jetzt, was weiß ich, guten Morgen, ich werde jetzt die Hühner füttern und dies und das machen. Und wir sehen uns dann gleich wieder, so nach dem Motto. Und ja, dann halt nur noch die wirklich interessanten Sachen dann mit aufnehme. Also sprich, wenn ein neuer Content drin ist oder wenn eine Quest auf einmal auftaucht oder sowas. Ich lasse natürlich immer die Kamera, also die Kamera, ne? Also die Aufnahme quasi mitlaufen, sodass, wenn irgendwas sein sollte, das auf jeden Fall dann in der Folge drin ist und dass ich euch das zeigen kann. Und ja, ich sage mal, es ist ja nicht so interessant, jeden Tag aufs Neue zu sehen. Hat die Kuh mir ein oder zwei Milch gegeben oder kommt doch ausnahmsweise mal drei Milch raus? Wie scheel gucken die Hühner heute? Sowas in der Art. Ja, ihr kennt das ja jetzt mittlerweile, ihr kennt es auch wirklich zur Genüge. Und ehrlich gesagt würde ich es auch gar nicht so schlimm finden, beziehungsweise ich würde es absolut verstehen, wenn euch das so ein bisschen zum Hals raushängen würde. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie ihr dazu steht. Ich kann natürlich auch die Leute verstehen, die gerne alles sehen von Anfang an. Nur, ja, ich denke dann immer, wenn ich dann so ein Let's Play gucken würde und da immer nur das Gleiche passiert, weil halt das Spiel im Moment nicht mehr hergibt, warum auch immer, dann, ja, dann würde ich es halt auch nicht gerne gucken, so von meiner Seite aus jetzt. Oder es würde mich halt eben,
Ja, langweilen will ich jetzt auch nicht sagen, aber es wäre dann halt was, was ich nebenbei laufen lassen würde oder so, wenn überhaupt. Und ja, deswegen, lange Rede, kurzer Sinn. Ich mache jetzt hier mit meinen täglichen Routinen weiter. Die kennt ihr ja alle, von wegen Füttern und Melken und wenn es denn geht, Wolle scheren und so weiter. Und ja, wir sehen uns dann, wenn ich den Tag beendet habe, wieder. Und wenn wir dann die Bürgermeisterwahl sehen werden. Also nicht wundern, wenn wir uns wiedersehen. Es sei denn natürlich, es passiert jetzt noch irgendetwas zwischendurch, was jetzt unerwartet ist. Wenn wir uns wiedersehen, dann erst am Mittwoch. Bis gleich. Die größte einzige Wahl in Fairhaven. Es ist Wahltag. Steht da Jeeva am Zaun? Schau nach, was sie vorhat. Okay. Morning, Giver. What are you up to? Headed to see the election results, of course. I can't vote, but I wouldn't miss this for the world. Fancy coming along? Right. Let's go. Nein, ich muss doch erst noch ernten. Here you go, Tara. It's so great to see all our neighbors performing their civic duty. Who should I vote for? Tja, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Also Marty wird alles umkrempeln wollen und das finde ich halt scheiße. Otto könnte ein kleines Problem werden, aber den haben die ja schon länger im Griff, sag ich mal. Deswegen, ich stimme mal, also bei der Auswahl würde ich für keine stimmen, aber ich stimme mal für Otto, denke ich. Better the devil you know, I Ja. guess. Okay, everyone, we're ready to tally the votes. Okay, settle down, everyone. The final vote count is as follows. Otto Soft, 9 votes. Martin Emerson, 8 votes. And 2 write-in votes for Lena Dahl Johnson. What? Lena? What is he talking about? I have no idea. I didn't ask anyone to vote for me. Well, I did prepare a speech in the hopes that common sense would prevail. As my first act as your newly re-elected mayor, I would like to announce the new members of the friendly Fairhaven Neighborhood Watch, Natalia and Thomas. Lena? Not here, Tara. Okay. Die Wahl ist abgeschlossen. Ja, und sie möchte nicht hier drüber sprechen. Also gehe ich mal stark davon aus, sie möchte dann später mit mir drüber sprechen. Oh, natürlich wählt sie genau Another die term with Falsche. Otto in charge, huh? I don't have anything against Otto, but I would have liked Marty. Maybe he could have brought more young transplants to the island. Tja, was soll man dazu sagen? Mit dem muss ich nicht reden. Sie ist auch sehr enttäuscht, so wie es aussieht. So, Otto won again. Quelle surprise. Juliet, I didn't know you spoke French. Oh, I just have an app I'm using to learn it. I want to go to Paris someday and take a tour of the Louvre in French. Don't tell Mom, okay? She thinks I got the app to learn Italian. Okay. You want to know the worst part? Otto barely squeaked out a victory, but you just know he's gonna treat it like a mandate anyway. Tja. So handeln wohl alle, ne? Do you think Otto is quite serious about a curfew? I don't really know. I'm not one to be out at the pub until all hours, but I sometimes go around collecting my rain gauges in the evenings. I don't want anyone to think I'm doing anything dodgy. Tja. I'm not a counselor, but I think this place could use one. At least one that's not Cameron. Das sowieso. So, mit ihr müssen wir noch sprechen. Ich nehme zwischendurch mal eben. Ist das der Große? Ja, ne? Ach, jetzt. Ah, nee, mit Well, ihr haben wir I'm schon. not surprised everyone picked Mayor Soft again. Hey, not everyone picked him. Yeah, well, nothing is ever really gonna change around here. Ja, aber das soll es ja eigentlich auch nicht. Darum Oh. geht's ja. Well, that election turned out to be a total bummer. I love this town, but it could really use some change. It might be time to move on.
Das ist nicht dein Ernst. Cameron just invited me to the center. I swear he tries every other week like I'll suddenly change my mind. I hate how much it reminds me of my parents. Oh, jetzt ist sie nicht wirklich abgehauen hier, ne? Lina? Oh, das ist nicht dein Ernst. Ich habe jetzt extra die ganze Zeit darauf geachtet, dass sie nicht abhauen. Ja, bleib du. Nee, Moment, mit dir muss ich gar nicht reden. Was will er jetzt? You look like you're in a good mood. I am. Angus is getting married soon and he's one of my best buddies. I'm so happy for him and Francis. Oh, that's sweet. I love a wholesome romance. I want to get Angus the best wedding present. Not the most expensive, but the most meaningful, you know? Here's my plan. Take a photo of them, blow it up and print it on silk. Then I'll frame it with dried turtle head flowers. Francis likes to give Angus big bouquets of turtle heads. Hey, what if I pay you for some turtle heads and silk? How could I turn down such a cute request? I knew you'd understand. Thanks, Tara. Ja, und wo kriege ich die Schildblumen her? Ich habe keine Ahnung. Okay. Wir versuchen es auf jeden Fall mal. Mit der einen hier müssen wir auch nochmal sprechen. Vanessa, what do you think about Otto's curfew? Oh, everyone's been asking me about that. It's quite controversial. And I really wish he would have discussed it with me before just announcing it at the debate. It's not fair to place the burden of enforcing it on a civilian watch. I've privately told the members of the watch to take note of who they see out and about after curfew, but not to interfere. Please don't tell Otto I told you this. He'll think I'm undermining him. But I don't want there to be clashes between our citizens late at night. Okay, sagen wir es mal so, das klingt ja irgendwie auf jeden Fall besser. Jetzt ist die Frage, sie ist in ihrem Geschäft drin, ja. Mit dir wollte ich nochmal reden. Kann ich aber nicht, oder wie? Apparently Juliet is learning French, so now Emmy and Finn want to learn too. This could be trouble. They'll plan their pranks in front of us and Parker and I will be none the wiser. Ja, also so wirklich besser wurde es jetzt nicht, muss ich sagen. Ich dachte, oh, hi Wesley. Ich habe leider noch keinen neuen Wein für dich. Kai is quite sharp. If I give him a book recommendation, the next time I see him, he's finished it and ready to chat. Das ist doch schön. Ich will aber nicht nur, dass du eine Bekanntschaft bist. Ich will, dass du mich heiratest. Ich weiß, das sage ich in jeder Folge, aber irgendwie funktioniert das nie. So, ihn können wir erstmal getrost dahin trotten lassen. Ja, natürlich war meine Stimme ausschlaggebend, so wie das jetzt rüberkam. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das jetzt stimmt. Also ich bin mir nicht sicher, ob man wirklich etwas daran ändern könnte, selbst wenn man es wollte, wer gewählt wird. Und was sehr seltsam ist, ich habe mich darauf verlassen, was der Seher gesagt hat. Also hier Shelby. Der hatte ja gesagt, nein, ich will das aufsammeln. Ich will nicht irgendwo irgendwas nehmen. Der hatte ja gesagt, dass die Wahl nicht auf einen der beiden fällt, die sich halt dahin gestellt haben zum Kandidieren. Finde ich jetzt ein bisschen seltsam. Ich habe mich da ehrlich gesagt komplett drauf verlassen und gehofft, dass sich da noch jemand Drittes aufstellen wollen würde und dementsprechend ja halt auch den Zuspruch bekommt. Das war aber wohl offenbar nicht so. Unsere Kürbisse sind fertig. Sehr schön. Dann, jetzt muss ich mal eben schauen. Da habe ich die nicht drin. Okay, dann mache ich jetzt erstmal neue Kürbisse rein. Muss das Ganze... Ach so, ja, links oben muss ich ja auch noch gießen. Das habe ich total vergessen. Nein, ich wollte das in der Mitte gießen. Deswegen habe ich mich auch extra in die Mitte gestellt und nicht nach unten, Mädel. So, hier ist es eigentlich eh egal. So. Dann, damit ich das nicht vergessen kann, hier direkt schon mal gießen.
Und mal schauen, was wir jetzt hier... Nee, da geht der auch nicht dahin, was ich ausgewählt hatte. So, jetzt aber. Da können wir nämlich noch was holen. Äpfel auch nochmal. Und Zitronen auch nochmal. Wunderbar. Oben sind auch schon wieder welche bereit. Das ist klasse. Kitty müssen wir natürlich auch nochmal kurz streicheln. Hi, Kitty. Ja, aber das sind natürlich auch wieder alles Arbeiten, die ich jetzt so gar nicht mit euch zusammen machen wollte. Weil, wie gesagt, also ich werde jetzt nicht sagen, empfinde das als langweilig, wenn man jetzt bei sowas guckt. Aber ich will halt auch nicht immer jeden Tag immer das Gleiche aufnehmen und dann irgendwie beim fünften, sechsten, bei der fünften, sechsten Folge vom Let's Play, ich habe glaube ich nichts mehr, ne? Oh doch, ich habe nochmal neue bekommen. Würde ich aber gerne in dem, was ich ausgewählt hatte, reintun. So. Ja, und dann beim fünften, sechsten Folge vom Let's Play dann merken, okay, ich habe jetzt die ganze Zeit nichts Neues gehabt. Habe jetzt immer das Gleiche, sage ich jetzt mal, mit euch gemacht. Und es ist halt nicht schön. Also wie gesagt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie ihr dazu steht. Ich kann auch jeden verstehen, wie gesagt, der sagt, ich möchte aber das komplette Let's Play sehen. Ich will das ungeschnitten sehen. Nur... Es sind viele Tage in diesem Spiel mit teilweise wirklich wenig Content zwischendurch. Und ja, ich habe halt gedacht, für alle wäre das eigentlich eine gute Lösung, weil ihr wisst ja, wie gesagt, was wir hier so tagtäglich machen. Wenn ihr mal nicht mitbekommt, dass ich einen Tannenzapfen finde oder sowas, dann ist das auch nicht schlimm. Dann mache ich das halt einfach so, ohne dass ihr das mitbekommt. Aber die wichtigen Sachen, also sprich die... Ja, was halt gerade so in Fairhaven abgeht, ob jetzt wirklich die Ausgangssperre kommt und so weiter und so fort, das sehen wir dann natürlich gemeinsam. So, ja, ich kümmere mich jetzt noch ein bisschen um die täglichen Sachen. Wir haben Mittwoch, mit den anderen müsste ich eigentlich reden können. Das mache ich nochmal eben, bevor ich die Tiere jetzt hier noch fütter. Ja, dann, wie gesagt, fütter ich die Tiere danach noch ein bisschen. Und dann warte ich eigentlich auch schon wieder ab, dass es Abend wird. Da seid ihr dann nochmal eben dabei, dass wir dann nochmal eine Runde gucken, ob die irgendwas Neues zu sagen haben, weil die Lina meinte ja auch nicht hier. Und ich gehe mal stark davon aus, dass wir dann abends nochmal mit denen sprechen können. Deswegen sage ich einfach mal, ich wollte schon bis zur nächsten Folge sagen, bis gleich, wenn wir uns am Abend wiedersehen. Not to get all gushy, but I wonder if I'm still here because I'm boring deep down inside. I guess I just like my routine. It's a good one. Hm. Ach doch. So, also die Schildblumensamen erhalten wir bei Violet. Das wollte ich euch nur noch eben gezeigt haben. Und wir brauchen... Ach, wir brauchen nur drei. Okay. Ja, und wie ihr unschwer erkennen konntet, habe ich die Quest dann auch schon mal abgeschlossen. Weil... nee, habe ich noch nicht abgeschlossen. Ich brauche noch einmal Seide dafür. Das machen wir dann hier mal eben. Und dann können... Hallo... Dann können wir die Quest nämlich direkt abgeben. Was war das hier, ne? Seide. Zack. Perfekt. Und dann kann Parker das perfekte Geschenk abgeben. Parker, ich habe deine Lieferung. The wedding's not far off. Think you'll be able to get some silk and turtle heads? Way ahead of you. This is exactly what I needed. Thanks so much. Lena says I like craft projects more than a sorority girl, but what can I say? I enjoy making things for people I care about. Oh, Parker. Never change. Thanks again for helping me out. I couldn't do it without you. Here. Und 250 haben wir auch noch erhalten als Dankeschön. Ja, ich habe zu danken, Parker. Ich habe zu danken. Ich werde jetzt mich noch mal ein bisschen hier umsehen, die Zeit vorlaufen lassen und wir sehen uns gleich im Hexenzirkel. So, dann schauen wir mal, ob wir mit Lina noch mal sprechen können. Ich schaue hier unten auch noch mal kurz.
Ich schätze mal, mit denen kriegen wir nichts Neues, mit ihr nicht. It may be said by some that the Farseer speaks in riddles, but that's only because so much of magic is unknowable. And what we do know is always changing. Also ganz ehrlich, das enttäuscht mich jetzt gerade. I'm trying to convince Violet to help me out with some cocktails. Her potions are always flawless. Ja, aber zwischen Cocktail und Hexentränke ist doch noch ein Unterschied. Your grandmother never approved of the masks outside of rituals. She wasn't really the shrinking Violet type. And I suspect you're not either, are you? Tja. We totally need to do a bring your familiar to coven night. Amira's told me so much about her red fox. Ja, also ich gebe zu, ich bin doch ziemlich enttäuscht, weil sie gesagt hatte, wir sprechen später drüber. Und jetzt macht sie nichts. Shelby ist auch nicht da. Ich weiß nicht, was der jetzt so vorhat. Ah, da ist er. Aber the past okay. is wrapped up with the future. Geil. Understanding one unlocks the other. Und das musstest du mir unbedingt hinter einem Baum sagen, oder was? Ja, ihr Lieben, dann tut es mir leid. Dann haben wir tatsächlich für heute nichts mehr. Ich hatte jetzt gedacht, dass wir jetzt hier noch irgendwas im Hexenzirkel vielleicht machen können. Aber selbst das können wir nicht. Wir warten schon, ich glaube, eine Woche, anderthalb oder sowas darauf, dass so ein komischer Geist kommt. Der kommt auch nicht. Also ich nehme stark an, dass der sich hier in der normalen Welt zeigt, weil er ja abgehauen ist aus dieser, ja, ich sag mal, Feen. Welt, keine Ahnung, wie ich das nennen soll, mit den Steinen da. Ja, heiraten bald. Keine Ahnung, wann das denn endlich mal sein wird. Wenn ich ehrlich bin, ich habe bald keine Lust mehr darauf zu warten, weil das dauert jetzt auch schon wieder so lange und wir haben immer noch keine neue Aufgabe damit bekommen. Beziehungsweise sie haben immer noch nicht geheiratet. Ja, es tut mir leid. Ich werde jetzt erstmal die Folge für heute beenden und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn ja, etwas Spannendes passiert, dann hole ich euch auf jeden Fall wieder hinzu. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Oh, am I ready for bed? Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.